Ronja und wir sind heute in Adopt Me und zwar habe ich gehört, es gibt ein Weihnachtsupdate und die Izzy ist auch dabei. Yeah! Wir zwei wollten uns heute mal auf die Suche nach dem Weihnachtsmann machen. Ich bin auch ganz weihnachtlich angezogen hier schon mit meiner kleinen Mütze und ich habe so eine Donut-Tasche gefunden, die fand ich super süß. Freust du dich auf Weihnachten? Ich freue mich mega. Was ist das hier? Was? Ich fühle mich krank, lass mich jetzt krank. Oh, ist das eine Biene? Weihnachten im Krankenhaus. Oh, das ist ja, es ist ja noch nicht Weihnachten. Die wird bestimmt gesund bis dahin. Bestimmt. Okay, dann lass uns mal den Weihnachtsmann suchen. Der ist bestimmt da drüben bei den großen Geschenken. Warum läuft der eigentlich hinterher? Ist das mein Hund? Achso, ja, das ist mein Hund. Warte mal. Das ist dein Weihnachtsgeschenk. Oh, hast du? Danke, danke. Der ist ja süß. Warte, was ist deins? Eine Qualle. Eine Qualle? Oh, so ein Tintenfisch? Ja, so eine Baby-Tintenfisch. Oh, da ist der Weihnachtsmann. Hallo, Weihnachtsmann. Jesus, ist denn der Nackt? Hallo, du kleiner Schatz. Ich verdiene hier mit Geld, um an Weihnachten viele Geschenke verteilen zu können. All diese Geschenke sind mit Liebe gemacht, aber eins von ihnen enthält ein sagenhaftes Fahrzeug. Ich hoffe, du willst das richtige Geschenk. Ich weiß nämlich nicht, welches das sagenhafte Fahrzeug enthält. Tja, dann müssen wir da mal gucken. Machen wir Geschenke auch? Hier den Hund ein. Ich glaube, ich mache mal kleinem Geschenk kaufen. So, zack, zack, zack. Dann kann ich jetzt aufmachen. Und eine Eisrassel habe ich gefunden. Okay. Okay. Hast du dir auch ein kleines Geschenk gekauft? Ich habe mir ein Geschenk geholt, aber der Weihnachtsmann hört nicht auf zu reden. Ich meine, er hat nicht so viele Leute. Halt Mund! Warte, ich kaufe mir noch ein mittleres Geschenk. Ein großes, meine ich. Vielleicht ist da ja was Cooleres drin. Okay. Okay, und einmal aufgemacht. Ja, wie mache ich das auf? Einfach draufklicken auf das Geschenk. Ich habe eine Mausleine gefunden. Warte, kann ich meinem Hund die Mausleine geben? Warte, hier ist mein Hund. Ich habe eine Maus. Du hast eine Mausleine. Ich habe eine Mausleine. Nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab doch die Leine in der Hand. Ah, ich habe den Hund schon an der Leine. Ah, okay. Ah, hier, schau mal an. So muss Echt, hat sie geklappt? Ja, ja, wunderbar. Ja, nice. Ich glaube, theoretisch hätte die Mausleine bestimmt auch geklappt. Aber ich bin zu blöd dafür. Warte, hast du ein Hoverboard? Nee, du hast kein Hoverboard. Ich habe kein Hoverboard. Schade, schade. Kauf mir noch mehr Geschenke. Ich kaufe noch ein kleines Geschenk. Vielleicht ist da ja diesmal was Besseres drin. Wo sehe ich wie viel Geld pleite. Oben, ne? Oben rechts. Ey. Da müssen wir oben Millionen. Damit wir mehr... Was ist das? Ich habe einen Ball bekommen. Bleizeppelin-Ballon. Das freut mich. Der gefällt mir jetzt nicht so gut. Kann man den verkaufen? Kann man seine Items wieder verkaufen? Ich glaube, nö. Achso. Warte, was ist das? Ronja, ich habe was ultra seltenes bekommen. Ja? Was hast du? Oh mein Gott, ich kann fliegen! Was hast du? Ich komme noch nicht wieder runter. Oh, oh nein. Warte, ich zeig's dir. Bist du da? Ich bin neben dir, ja? Okay, ich habe das hier. Und? Das ist so ein Oh mein Gott. Ja? Oh, wie cool. Ja, wie nice. Du kannst auch das hier kaufen. Hast du das schon gekauft, das Geschenk? Nee, aber dafür habe ich nicht genug Moneys. Oh Mann, dann kaufe ich es für dich. Guck mal. Oh mein Gott, ist das riesig. Das ist ja größer als du. Mach auf, mach auf, mach auf. Und? Eine Hundeleine! Noch eine Hundeleine. Ach komm schon, nein, ich habe nicht mehr genug Geld. Warte, müssen wir arbeiten gehen. Wir können uns ja einen Job suchen, dann können wir Geld verdienen. Oder wir geben Robux aus, so wie ich jetzt gerade. Und kaufen uns das große Geschenk. Und? Und? Wieder eine Hundeleine. Noch eine Hundeleine. Warte, ist das eine Eule, was der da hinten hat? Wo ist eine Eule? Da hinten bei dem einen, der fliegt. Das sieht. Hä, was sind das für. Nee, Griffin. Das ist ein Greif. Das sieht ja cool aus. Das ist ein Hippogreif, oder? Ja, ja. Was haben die für coole Haustiere? Ich bin richtig neidisch. Ich habe hier. Ich meine, der Hund ist auch süß. Da will ich mich jetzt gar nicht beschweren. Ich würde dem gerne eine Hundeleine. Nicht eine Hundeleine, aber so Accessoires für sein Glück kaufen. Damit er auch was Schönes anzuziehen hat. Ich meine, wenn du ein Hund wärst, würdest du nicht auch was Schönes anziehen wollen? Ja. Oh, ich hab Geld verdient. Oh, ich auch. Hi. Warte, hast du so ein Pogo-Stick? Nö. Nö, tust nur so. Willst du auch mal? Ja. Warte, ich kann sieht voll cool aus. Warte, dann muss ich kurz meinen Hund wegpacken. Zack. Bitteschön. Geh mal. Moment, Hündchen. Versteck dich mal. Ich will dir nicht wehtun. Ein Rocket Pogo. Oh mein Gott, das ist voll spaßig. Ich hab Rollschuhe. Oh, wo hast du die ganzen Items her? Warte, ich gebe dir dein Pogo-Stick zurück. Yeah! Kannst ihn haben für die Folge, wenn du willst. Oh, danke. Warte, ich kann ihn dir zurückgeben. Ich bin jetzt ja schon... Was willst du haben? Spielzeug gibt's da hinten. Du willst? Spielzeug gibt's da hinten. Ich hätte gerne irgendwie, ich weiß nicht, Kleidung. So vielleicht eine Hundekleidung. Irgendwie, ja. Damit also hier gibt's, glaube ich, nur Spielzeuge. Vielleicht, wenn man oben schaut.
Warte mal. Nö, hier gibt's nichts. Spielzeug, okay. Also du willst Kleidung für deinen Hund haben. Habe ja. ich das richtig verstanden? Ich möchte okay. Kleidung für... Guck mal, es gibt doch so kleine Hunde, die haben so, weißt du, so kleine Jacken an. Ha! Weißt du, was ich meine? Nö. Okay, verstehe. gut, so viel zu meinem Hunde-Outfit. Ich glaube, was ist das nichts. Da? Da ist ein Shop. Komm mal. Da hinten ist ein Shop mit einem Hundeknochen drüber. Warte mal. Da gibt's bestimmt was. Da gibt's Eggs. Da gibt's Eggs. Im roten daneben gibt's Eggs, ja, ja. Haustiere. Aber vielleicht kann man auch was für den Hier Haustiere ist der Pet-Shop draußen. Ja? Ja, aber kann man da auch Klamotten kaufen? Ich weiß nicht. Warte, ich will. Überhaupt Klamotten kaufen für deine Tiere? Ich glaube schon. Ich habe das mal gesehen, dass irgendjemand Klamotten für seine Tiere gekauft hat. Und dann habe ich mir gedacht, das will ich ja auch. Ach so, ich habe sogar Kleidung für meine Haustiere. Du Angeber. Geht das überhaupt? Nein. Ja, ich glaube, das geht. Ich habe so viel Kleidung für meine Tiere. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Oh, Petwear. Du hast einen Flamingo? Yes. Oh, und der hat sogar eine weiße Schleife. Komm her, Flamingo, gebe ich dir. Oh, das ist irgendwie süß mit der kleinen Kappe. Der Flamingo sieht aus wie so ein Tourist. Weißt du, wenn er jetzt noch so eine Kamera um den Hals hätte, dann wäre er so, ich bin hier, um Fotos zu machen. Warte, ist hier nicht. Warte, ich will meinem Hund wenigstens mal sein. Komm mal raus. Petwear. Oh mein Gott. Man kann sich einfach zu dem Shop teleportieren, wenn man, ne? Wenn man da draufklickt auf Petwear, dann kann man einfach in den Petwear-Shop. Oh, mein Hund will bestimmt einen Schal. Der kostet leider Geld, aber da muss ich mir wohl mit Robux Münzen kaufen. Also Ronja. Ah, weiß ich, sowas wie ein Roblox-Profi. Nicht schlecht. So, warte, jetzt hier, Hündchen. Ankleiden. Nein. Du hättest gerne einen. Oh, das sieht süß aus. Warte, da muss die komische Schleife ab. So. Ja. Okay. Also, ich bin zufrieden. Bist du zufrieden? Oh, der ist süß. Ich guck jetzt an den Schatten. Ja, das ist nicht so kalt ist im Winter. Oh, das ist echt niedlich. Warte, will er noch ein paar Schuhe? Okay, cool. Aber dann würde ich sagen, sind unsere Tiere geschützt vor der Kälte im Winter. Und was? Free Pins. Ronja macht das nicht. Nee? Okay. Keine Free Pins. Nee. Hund. Ich nenne dich. Ich weiß nicht, wie ich dich nennen kann. Ich kann dich auch gar nicht umbenennen. Naja, gut. Wie gesagt, mein Hund ist geschützt vor der Kälte. Easy's Flamingo auch. Und dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut bei der Easy vorbei. Da kam zwar länger kein Roblox mehr, aber da haben wir auch andere coole Sachen gefilmt. Beziehungsweise sie selber auch. Und dann könnt ihr da vorbeischauen. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!